Ja, damit wieder zurück ins Spiel. Wir sind gerade dabei beschäftigt, hier in Sparta etwas zu erreichen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir uns hier eventuell unter Umständen unter der einen oder anderen General. Unter dem einen oder anderen Umstand vielleicht General. Mal damit beschäftigen sollten, hier die leichten Truppen zu nehmen und dann hier nochmal die schweren römischen Prinzeps hinzuzufügen. Das sieht mal nach einer Streitmacht aus. Hier werden wir die Einheiten wieder zusammenlegen. Und dann werden wir versuchen, mit dieser Armee Korinth herauszufordern, indem wir die Armee davor angreifen und die Korinther natürlich gleich noch mit hinzuziehen. Ich denke mal, das sollte eigentlich glatt gehen. Wir müssen lediglich zusehen, 2:1, dass wir hier seine Truppen vernichten schlagen und diese Truppen so in den Kampf mit hineinbeziehen, dass wir sie komplett auslöschen und so an die korinthische Stadt reinkommen, beziehungsweise an die Stadt Korinth und natürlich dann gleich die Zeus-Statue mit erobern, ohne dass wir die Stadt an sich noch belagern müssten. Das wäre natürlich das Traumziel, was ich verfolge. Und ich hoffe, es wird glatt gehen. Die Vorzeichen waren schon einmal besser. Doch ich höre nicht auf diese neinsagenden Priester. Es sind Geistliche, keine Krieger. Krieger schmiedet sein eigenes Glück. So ist es. Der Krieger schmiedet sein eigenes Glück. Und da setzen wir dann auch schon an. Wir wollen... Was wollen wir eigentlich? Ich wäre dafür, die leichten Hastati vielleicht doch wirklich von hier einzusetzen. Die schweren Prinzeps, die vier schweren Einheiten. Alle so weit nach vorne zu ziehen, dass sie weit aufgefächert stehen. Hier noch eine Hastati-Truppe hinzufügen. Den einen General dorthin, die Prinzeps, beziehungsweise die Equites nach außen zu ziehen. Der Fährmann wird heute viel zu tun haben. Der Feind hat mehr Männer in den Kampf gerufen. Auf jeden Fall. Der Fährmann ist übrigens hier nichts anderes als der Tod, symbolisiert durch den Fährmann. Man glaubte damals daran, dass der Weg von dem Lebenden zu den Toten über oder mittels einer Fähre vonstatten ging. Das heißt, es ist schlicht und weg einfach Aberglaube. So, die Equites, die dürfen nochmal hier zurück. Obwohl, nö, die Equites lassen wir einfach hier in den... in den griechischen Rücken einlaufen. Das ist ja nicht weiter verwerflich und auch nicht weiter schlimm, meines Erachtens. So, dann warten wir nicht lange. Wir setzen die Hastati schon mal richtig ein. Setzen dann hier nochmal auf eine etwas trichterförmige Aufstellung, die uns dann natürlich ermöglichen soll, den Gegner insofern schon mal anzugreifen. Er ist sich noch nicht so wirklich sicher, wie er uns dann letztendlich angreifen möchte. Einheiten vorstoßen. Einheiten marschiert. Aber das ist nicht weiter schlimm. Das wissen wir nämlich von selbst, wie wir das am liebsten handhaben würden. Wir müssen nur gucken, dass uns das auch wirklich so gelingt, wie wir uns das denken. So. Seine Peltasten, die müssen wir erstmal aus dem Weg räumen. Solange wir das nicht geklärt haben, können wir da eigentlich gar nichts machen. Oh, 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 ich sehe hier schon... Ich sehe da schon die ein oder andere verwerfliche Art und Weise, wie sie versuchen wollen,
an unsere jeweiligen Truppen ranzukommen. So, aber stattdessen setzen wir ihnen hier den ein oder anderen Hagelregen aus. Und wir lassen ihn einfach durch unsere Stärke oder über unsere Stärke einfach auflaufen. Die Prinzeps, die dürfen jetzt natürlich, die dürfen sich nochmal zurückziehen. Die gepanzerten Hopliten ziehen sich auch nochmal zurück. Die dürfen jetzt auch nochmal ein bisschen werfen. Und da dürfen wir dann auch schon zusehen, dass sich die Equites hier auch nochmal mit in die Schlacht bewegen. Wohingegen unsere Prinzeps hier erst einmal den Marschbefehl erhalten, sich hier zurückzuziehen. So, die Equites, die dürfen jetzt in den Rücken reinfallen. Die Prinzeps haben noch was zum Abgeben. Die Prinzeps noch nicht, die dürfen schon kämpfen. Die dürfen auch kämpfen. Die dürfen auch kämpfen. Die dürfen sich nochmal in die Richtung zurückziehen. Und diese Prinzeps dürfen sich schon mal damit beschäftigen. Und dann dürfen diese Hastati hier schon mal eine Einheit dorthin lassen, eine Einheit dorthin, eine Einheit dorthin, um direkt hier in den Kampf mit einzusteigen. So, dann wollen wir mal schauen. Das Ganze hier sieht schon mal sehr gut aus. Das Ganze hier ist noch nicht so richtig klar. Da müssen wir gucken. So, hier geht's natürlich fleißig weiter. Hier im Norden allerdings schaffen wir es auch, dass wir unsere Truppen hier nochmal schön zurückziehen können. So, zu den Hügeln. Nichts da zu den Hügeln. Stattdessen wurde da komplett aufgeraucht. Da fällt der gegnerische General. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Und da greifen wir uns auch schon seine Truppen an. Na, ihr sollt doch hier damit beginnen, euch möglichst aus den Kämpfen herauszuhalten. So, wie sieht's hier aus? Da sieht's gut aus. So, alle mit nach vorne. Aufhalten, alles aufhalten. So. Wir wollen die Truppen hier natürlich nicht im geringsten opfern. Aber wir wollen sämtliche Truppenteile, die wir hier unten haben, nach hier kommen lassen. So. Da ging es auch schon in den General rein. Das Erschreckende dabei ist allerdings, der feindliche General läuft davon,
Nie sollte sich ein Anführer so nicht verhalten. Im geringsten. Doch am schlimmsten ist dies inmitten einer Schlacht. So, darum bemühen. Unser General darf sich hier noch ein bisschen begnügen. Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Bitte. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. Sehr schön. So wollen wir das doch sehen. Und wir schaffen es natürlich jetzt auch noch, sämtliche Truppen aufzurauchen. Das heißt, nichts von denen bleibt übrig. So sehen wir das am liebsten. Ja, das ist genau die Art und Weise des Kampfes, die ich so schätze. Nichts bleibt am Leben. Auch gut. So, da fallen auch ordentlich Truppen. 7 sind noch am Leben. Diese 7 werden das Licht von Korinth nicht mehr wiedersehen. Irgendwo läuft noch einer, da läuft noch einer. Der ein oder andere. Haben wir hier? Nein, wir haben natürlich hier keinen mehr übrig. So, und der letzte Grieche ganz ist rum gefallen. Wir haben sage und schreibe 380 Mann nur verloren. Der Gegner ungefähr das Dreifache, ein bisschen weniger als das Dreifache von unseren Verlusten jedenfalls. Und das freut mich gerade so richtig. Man merkt es vielleicht an meiner euphorischen Stimme, die so ein bisschen gehoben ist. Korinth ist gefallen. Sieg! Korinth gehört uns, meine Damen und Herren. Damit fällt die Stadt Korinth. Wir speichern einmal schnell unter dem Namen Korinth natürlich. Jetzt geht das Spiel langsam voran. So, abgespeichert, in Ordnung. Besetzen würde uns 605 Denare bringen. Versklaven 2954 Sklaven und 605 Denare. Massakrieren natürlich 4431 Todesopfer werden gefordert und 4235 Denare gehen in unsere Staatskasse über. Ich bin nach wie vor für Letzteres und sage, tötet sie! Wir haben unser erstes Wunder. Ah. Zeus-Statue von Olympia. Die Einnahme dieses großen Wunders ist eine wahrhaft große Heldentat unserer Truppen, würdig eines Helden Roms. Die Statue des Zeus verleiht einen Bonus von +4 auf die Loyalität der Bevölkerung in allen Siedlungen. Ja, hier noch ein bisschen was zur Geschichte. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Ich überspringe es einfach mal. Zweimal angucken reicht. Der Widerstand für Korinth war zwecklos. Ja, sehr schön. Das hat schon mal fantastisch geklappt, ehrlich gesagt. Das ist mehr als fantastisch. Das ist schon göttlich, wenn man das so sieht. Wir können hier gleich den Tempel des Jupiter über den Schrein der Athene drüber setzen. Was ich auch nicht gerade schlecht finde. Und wir haben hier natürlich noch die Möglichkeit, einmal sämtliche Truppen vorzubilden. Und das handhaben wir auch gleich einmal so. Die nehmen wir nochmal aus. Stattdessen nehmen wir die Prinzeps mit rein. Ja, herrlich. Hauptstadtentfernung. 45% Kulturstrafe.
Da setzen wir einfach den Tempel drüber, dann ist das nicht so schlimm. Das hat hier schon geklappt, also damit haben wir den Griechen natürlich schon eine große Anzahl an Truppen abgenommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die versuchen wollen, das wieder aufzupäppeln und wieder umzusetzen. Allerdings weiß ich, dass ich hier dabei bin, einfach mal ein paar Truppenteile zu entlassen, die wir hier nicht brauchen. Stattdessen holen wir uns eine Stadtwache mit rein. Und da sehen wir dann auch, dass sich hier die öffentliche Ordnung natürlich nicht nur durch die Stadtwache verbessert hat, sondern auch durch das Weltwunder überall 30% mehr öffentliche Ordnung. Das befriedigt einen natürlich in dieser Hinsicht schon sehr. In Thapsus können wir rekrutieren Kavallerie. In Karthago rekrutieren wir uns Trieren. In Syrakus rekrutieren wir uns Trieren. Wir haben nämlich vor, jetzt einfach mal ein bisschen mehr auf Absicherung einzugehen. Und das möchten wir auch gleich wahrmachen, indem wir uns einmal kurz anschauen. Naja, hier sieht man noch nichts weiter. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Wir verlangen stattdessen mal Geld einfach so, nehmt an oder wir greifen an. Eine Drohung kümmert euch wenig. Das ist Pech für euch. Dann sollten wir hier auch mal gleich unsere Flotte rübersetzen, nachdem wir den schon mal gedroht haben. Ist es vielleicht nicht ganz verkehrt, hier noch ein bisschen was hineinzupacken in das gute Ländchen. Ja, hier haben wir eigentlich kaum Truppen verloren. Das ist gar nicht mal nennenswert, was wir hier verloren haben. Kavalleriemäßig überhaupt nichts. Und die Hastati, die können wir einfach nachbilden. Das ist nichts, wo ich sage, unmöglich. Ja. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich gerade total. Man merkt's, es freut mich riesig. Es freut mich wirklich so sehr. Zu Diensten. Dass ich hier sagen kann, kann ich etwas tun? Mal schauen, ob wir die Senatsmission noch erledigen müssen. Ja, die Senatsmission müssen wir noch erledigen. Unser Ansehen ist natürlich schon, was das angeht, fast schon gigantisch. Also man kann es eigentlich nicht anders sagen. In der nächsten Runde werden wir wahrscheinlich sogar noch die Senatsmission erfüllen können, ohne dass wir was machen müssen. Ja, einmal kurz schauen, die Ortschaften vielleicht nochmal durchschauen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass da nichts mehr zu machen ist. Nein, es ist auch nichts mehr zu machen. In Sparta rekrutieren wir noch überhaupt nichts. Och, dann nehmen wir uns doch mal Bogenschützen, würde ich mal behaupten, ne? So ein paar Bogenschützen, die können wir auch schon mal benutzen. Beziehungsweise wäre es ja hier nicht schlecht, wenn wir mal einen Ballisten einsetzen. Ich finde Ballisten auch nicht schlecht. Dann nehmen wir mal Ballisten. Moderne Kriegsführung muss auch mal Flotte sein. Bereit. Und dann wollte ich ja ursprünglich mal schauen, da kann man leider nicht gucken und nicht einsehen, wie viel Flotte bereit. Flottenmaterial da noch zur Verfügung steht, aber den kleinen Griechen, den können wir ruhig hier nochmal eins auf die Mütze geben und dann mal gucken, die Rebellen. Flotte bereit. Flotte steht natürlich hier schon zur Verfügung. Ich glaube, wir ziehen uns da mal etwas weiter zurück. Und zwar in diese Richtung. Ja, Kapitän. Wir können jetzt nicht weiter. Bleiben aber in der weiteren Umgebung. Und dann sage ich, nachdem ich hier noch einmal kurz rumgeguckt habe, ob wir hier noch das ein oder andere machen können. Wildnis, Trisopitalien. Hier können wir eigentlich gleich mal anfangen, noch ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ich wäre ja auch dazu geneigt, ehrlich gesagt, hier mal ein paar Truppen dann mitzunehmen.
um dann mal zu gucken, dass wir die Truppen auch einfach mal fortbilden. Das würde mich ehrlich gesagt ein wenig beruhigen, wenn wir dieses tun würden. Hier vielleicht nochmal den Steuersatz draufschrauben auf sehr hoch. Rekrutieren tun wir schon. Und dann sage ich danke fürs Zugucken. Hoffe, es hat euch gefallen, wie wir hier Korinth platt gemacht haben. Und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Runde, wenn es heißt Krieg gegen alle. Bis dahin. Tschüss.